So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich werde gleich mal ganz kurz den Sound einen ganz kleinen Ticken leiser machen. Weil da hatten wir ja das Problem, dass anscheinend der Bohrer ziemlich laut war. So, ich hoffe, es funktioniert. Das war jetzt gerade eben was schon wieder, dass das Problem war, dass er Space Engine jetzt einfach geschlossen hat. Also, ich weiß nicht, was momentan mit Space Engine los ist. Das ist so ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen nervig, aber egal. So. Schauen hier. Läuft alles soweit? Genau. Er lädt gerade noch, deshalb läuft es ein bisschen hakelig. Ist ja immer so am Anfang. Ich will das bloß gleich mal reingucken, weil jetzt sind die Schatten auch da und alles. Das war eben. Genau. Ja. Mal gucken. So, ich bin am Überlegen. Ja, ich bin echt im Grübeln, ob wir das auseinandernehmen, aber. Will ich eigentlich gar nicht. Aber ich bin auch mal am Überlegen, ob wir nicht vielleicht doch mal. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht zum 10. Geburtstag machen. Oder so. Eine komplett neue Welt einfach starten. Zum einen, weil sich ja wirklich viel verändert hat. Ja, also wir nehmen die Mods mit. Ich nehme noch ein paar andere Mods, würde ich zum Beispiel mitnehmen. Aber das ist sowas, wo ich ja momentan wirklich am Grübeln bin, aufgrund der ganzen Probleme, die man immer wieder hat. Gut, im Laufe der Jahre würde dann diese Welt natürlich auch wieder so aussehen wie die hier, ne? So, überall ist was gebaut und sonst was. Aber wäre vielleicht schon die Möglichkeit, ja, einfach nur eine Möglichkeit halt, ne? Dann halt zu sagen, okay, wir fangen halt da ganz von neuem. Ich habe jetzt gerade auf dem. Der Old Rookie hat praktisch einen Server bereitgestellt. Und da habe ich mich dafür entschieden, so anzufangen, wie wir das damals gemacht haben. Okay, wir haben mit einer Plattform angefangen, ne? Damals. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist so ganz am Anfang mit der Plattform. Später haben wir dann mit Landefähre und sowas angefangen. Nee, und ich habe dann halt im Weltall angefangen. Durch die Mod, die wir auch haben, die hat er auch drauf, wo man halt mit einem Buggy oder mit kleinen Raumschiffen startet, die eigentlich schon das Notwendigste haben, habe ich mit einem Miner angefangen und das war eigentlich auch die beste Entscheidung, denn der Miner hat alles, was man braucht, aber man kann halt gleich die Sachen abbauen, die man benötigt. Was dieses andere Raumschiff halt nicht hat. Das ist halt einfach nur ein Raumschiff. Zwar auch alles Notwendige dabei, aber man kann damit halt nichts abbauen. Deshalb, der Miner war super. Aber war schon ganz schön herausfordernd jetzt so dieser Anfang und das hat schon Spaß gemacht. So einfach mal bei Null wieder anfangen, ohne irgendwas. Das war schon cool. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Die ein, zwei Bugs, die es gab, dass dann das Spiel selbstständig meine gebauten Sachen wieder abbaut. Das war jetzt nicht ganz so lustig, aber okay, das kennt man ja bei Space Engineers. Ne? Das ist ja immer irgendetwas, was dann nicht so ganz funktioniert oder wo es irgendwie Probleme gibt und. Das darf man immer nicht so eng sehen, finde ich. Weil letztendlich kann da keiner was dafür. Und Space Engineers ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was komplett reibungslos funktioniert. Das wäre auch mal was ganz Neues. Ja, ansonsten, ich gucke aktuell ja Herr der Ringe, die Serie. Die aktuelle Folge jetzt noch nicht gesehen. Kommt noch, weil ich will jetzt erst noch. Edge Runner zu Ende gucken, also hier die Cyberpunk-Serie. Ich war erst ein bisschen skeptisch. Also ich bin ein großer Anime-Fan. Aber bei Cyberpunk war ich dann doch echt skeptisch, denn ja, das Spiel hat halt einfach zu viel versprochen. Aber das Schöne ist, es ist halt wirklich ein Anime. Ja, es ist jetzt halt nicht irgendwie so nach dem Motto, der Entwickler hat mit einem lokalen Studio sich hingesetzt und dann in ähnlicher Optik versucht, so eine Serie zu machen, sondern niemand hat halt wirklich ein Studio dort beauftragt, die sich damit auskennen. Und das ist auch vernünftig. Das war die beste Entscheidung. Grafikstil ziemlich cool. Und die ganze Zeit wirkt es eigentlich total genial. Es erinnert mich sehr an, vom Stil teilweise an Akira, falls das einer kennt. So ein bisschen. Ich fühle mich daran zumindest erinnert. Also das Setting, klar, kennt man halt durch das Spiel und auch. Die Bücher und alles Mögliche, was es halt dazu gibt. Und
Oder wenn man halt Blade Runner und so weiter ist, ähnliches. Oder Deus Ex. Deus Ex ist eigentlich relativ nah dran, muss man ja sagen. Das ist ein ganzes Cyberpunk-Setting, was man ja auch im Spiel hat. Da geht es um Augmentierung von Menschen und Verbesserung. Und ja, der Anime ist schon cool gemacht. Vor allem, weil man halt auch viele Sachen, wenn man das Spiel zuerst gezockt hat, halt wiedererkennt. Ne? Viele Orte sind so, ah, okay, oder Personen mitunter auch und denken sich so, okay, ja, stimmt, kommt mir bekannt vor. Was ich jetzt so ein bisschen hoffe, weil ich habe jetzt gelesen, dass tagtäglich mehr als 1 Million Leute auf Steam halt das Spiel zocken, wo vorher sonst gar keiner eigentlich gezockt hat. Zocken das jetzt schlagartig wieder 1 Million, ein bisschen über 1 Million Menschen jeden Tag. Den Konsolen mag es vielleicht dann auch ein bisschen mehr sein, wer weiß. Im Vergleich zu vorher kann ja schon sein. Die Serie hat da wohl auch geholfen, entsprechend, ne, dass dann Leute das wieder anrühren. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass vielleicht dann doch noch mehr kommt als nur diese eine einzige Story-DLC. Ich bin mal gespannt, wo spielt es. Es wird ja gesagt, in einer anderen Region, also einem neuen Stadtteil von Night City. Ich persönlich würde mir ja wünschen, dass man mal diese Upper Gegend, ja, also diese höher gelegene Region, wo man ja eine einzige Mission hat. Weil die Stadt geht ja unheimlich in die Höhe, was ja wohl eigentlich nie relevant ist, ne, weil man sie immer nur unten rumtreibt. Das wäre halt mal genial, weil das wäre echt super, wenn man das hätte. Ja, weil dann hätte man da zumindest auch mal was. Das wäre auf jeden Fall eine coole Ecke. Ja, wo sonst will spielen? Eigentlich kann es nur oben spielen, denn woanders, alles was unten ist, war man ja eigentlich neben Stadtteil. Deshalb, das ist so meine Hoffnung. Und dann die Hoffnung auch, dass man vielleicht dann das ein bisschen noch erweitert, vielleicht noch ein bisschen mehr macht. Ich hätte mir auch wirklich gewünscht, wenn es so ist, ich mag halt diese, sag mal, Rollenspiele, die halt wirklich darauf abzielen, halt, dass man halt wirklich diese Rolle spielt. Dass man halt wirklich dieses Leben da halt auch mit dem Rollenspiel simuliert, was derjenige hat. Ne? Dass man dann sich ernähren muss, zum Beispiel so gewisse Survival-Elemente. Mit dem Survival-Spielen zugeschrieben, aber beim Rollenspielen, bei GTA zum Beispiel, San Andreas hatte man das auch, musste man auch essen und trinken. Sich drum kümmern, ne? Sonst ist man ziemlich abgemagert gewesen oder wenn man zu viel gemacht hat, wurde man zu fett. Sowas kann man in solche Spiele super einbringen. Und gerade bei sowas wie Cyberpunk, auch das mit den Immunsuppressiva zum Beispiel, hätte man auch mehr mit einbringen können, dass man sowas halt mitnehmen muss, sich mehr darum kümmern muss, dass man Miete zahlen muss für seinen Partner, dass man andere Partner mietet und so weiter. Das wäre schon ziemlich geil, ja, dass man halt einfach das Ganze mehr macht. Auch dieses mit, ich gehe halt in ein Lokal, setze mich dahin, esse was und dann gibt es eine Sequenz oder sowas oder einfach nur eine Animation, wo man dann da sitzt, Essen bestellt und dann halt was isst. Das sind so diese Kleinigkeiten, die ich finde, die so ein Rollenspiel eigentlich erst richtig sowas machen. Ja, das gehört einfach dazu, dass dieses Ganze drumherum, diese Welt dann halt noch versucht wird, noch authentischer darzustellen, durch solche Sachen halt. Anders geht's halt auch nicht. Ne? Durch viele Kleinigkeiten, die eigentlich so einem suggerieren, man würde da den Alltag durchleben, das macht's eigentlich aus im Endeffekt. Und das ist aber auch bei ganz, ganz wenigen Spielen ist das überhaupt nur vorhanden. Und das ist halt das Problem. Da orientiert man sich, finde ich, immer noch zu sehr an klassischen Rollenspielen. Ja? Wo dann halt einfach nur, oh, ich erstelle meinen Charakter, rotte durch die Gegend, erschlage irgendwelchen fiesen Monster. Okay, später dann erschieße irgendwelche fiesen Monster, ne? Je nachdem, welches Genre das ist. Und das war's dann. Und das ist eigentlich schade, denn im Endeffekt könnte man halt einfach so viel intensiver das Erlebnis gestalten, wenn man halt solche Dinge mit reinnimmt. Ja? So nach dem Motto, man muss einen Job nachgehen, man muss halt Geld verdienen, weil man gewisse Sachen braucht und ja, benötigt. Das wäre halt genial. Das notwendig. Wäre cool, aber ich glaube, da ist man noch ganz weit von weg und das ist auch nicht das, was die breite Masse will und dann passt das dann schon wieder. Ne? Ich finde, da kann man halt, wenn man sowas hat, noch intensiver eintauchen. Im Endeffekt, wo hat man sowas aktuell, was ziemlich beliebt ist und wo die Leute wirklich dann halt, ja, abtauchen in dieser Welt, ist ja bei den GTA Real-Life-Servern, ja, wo dann die Leute wirklich einen Job haben und Schichtdienste schieben in der Welt dort.
und entsprechend für alles Mögliche zahlen müssen. Das ist halt das, was ich meine, ne? Auf sowas stehen Leute. Sowas wollen Leute auch haben, einfach um dieses Spielerlebnis zu intensivieren. Jetzt nicht ganz passig dazu, aber Spielerlebnis intensivieren, wenn draußen gerade richtig der Monsunregen losgeht hier gerade. Ist zum Beispiel auch bei Ghost Recon Breakout? Ist es Breakout? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist der Wildlands war der erste, wie ist denn der andere? Verdammt, ich habe ihn doch erst wieder gezockt. Egal, ist egal. Also der zweite Teil der neuen Ghost Recon-Reihe von Ubisoft. Und da war es ja auch so, ne? Am Anfang dieser ganze Loot-Scheiß mit den unterschiedlichen Waffenfarben, ne? Dieser ganze, den man immer vor irgendwelchen Spielen hat, der nicht so gut ankam, wo man dann diesen immersiven Modus nachgerüstet hat, wo man alles abschalten kann und das kam mir auch gleich viel, viel besser. Logischerweise. Macht halt bei sowas wie einem Ghost Recon halt auch Sinn, was damals ja dafür bekannt war. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der damals das Original Ghost Recon gezockt hat. Das war ja so wie Hidden and Dangerous, falls das auch noch einer kennt. Ja. Oder Project IGI. Was ja übrigens einen neuen Teil bekommt, wo ich total gespannt drauf bin. Denn Project IGI war mega. Ja, dieses Schleichen, diese riesige Sichtweite, die man damals hatte. Und Splinter Cell-like, dass man halt total vorsichtig versucht, keinen Alarm auszulösen, weil das absolut nicht das ist, was einem hilft, sondern einfach nur dafür sorgt, dass eine Mission scheitert, weil man dann definitiv stirbt. Ja, sowas halt in der Richtung, ne? Und da hat man das gesehen, dass halt bei, ich glaube, Breakpoint heißt das, ne? Bei Ghost Recon, da hat man das halt gesehen, das kommt gut an, ne? Dieser Modus. Das war halt die Rettung letztendlich für diesen Teil, wenn man so nennen möchte. Weil man halt diesen Modus mit reingenommen hat. Das macht halt auch Laune, ne? Dann hast du nur diese Hinweise, wo das Ziel ist, weißt aber nicht wirklich, wo es ist. Ja, und musst dann entsprechend das suchen und finden. Das macht halt schon Spaß. So. Gerade ein Splinter Cell habe ich jetzt auch die Tage was gelesen. Da kommt ein Remake. Da sitzt man momentan mit den Autoren dran bezüglich der Story und will Sam Fisher, wobei Sam Fisher der Name ist nicht gefallen, aber möchte Splinter Cell und dieses 3-Punkt-Nachtvisier, was es da gab, mit den berühmten drei neongrünen Leuchtpunkten, Linsen, möchte man in die moderne Zeit bringen, ohne den Charakter des Originals dabei zu verlieren. Das ist dann so wieder, im Endeffekt wird es wahrscheinlich genauso eine Grütze wie das andere, ne? So wie Ghost Recon, so wie Division und alles andere auch, wird es genau das Schema F sein. Man wird wieder aus dieser gammeligen Third-Person-Perspektive das zocken. Und damals, gut, bei Splinter Cell hatte man das ja damals auch, aber und wird dann wahrscheinlich die ähnlichen Elemente haben wie da, weil ich glaube nicht, dass man so einen Hardcore-Schleich-Shooter macht, bei dem es darum geht, auf keinen Fall erwischt zu werden. Denn das war ja diese Krux, ne? Diese Double Agent zum Beispiel fand ich noch mega geil. Das hatte noch wirklich so dieses Gefühl von den Originalteilen. Da ist ja was. Okay, der schmiert ab. Ja, wo auch immer es runtergeht. Der Rest wird auch noch zerballert. Oh. Das ist nicht so gut. Das Ding da hinten. Aber es fliegt weg, das ist gut. 5 Kilometer, das ist schon in Ordnung. Nee, deshalb, also da bin ich sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Ich habe zur Hoffnung und freue mich eigentlich, dass ein neues Splinter Cell kommt, aber eigentlich bitte nicht von Ubisoft. Ja, aber das ist das Problem. Die haben halt, ne, dadurch, dass sie ja Red Storm Entertainment damals gekauft haben, die ganzen Portierungen von Tom Clancy gemacht haben, das war so
Vielleicht nicht so super, aber gut, mittlerweile gibt es ja auch keine eigenständigen Studios mehr, ne? Oder wenn, dann werden sie alle integriert, aufgekauft. Spätestens, wenn sie den ersten Hit gelandet haben. Tja. Mal gucken. Früher hat man sich da anscheinend mehr rausgehalten. Jetzt hat man halt so ein, wie bei EA, ne? Dieses, ich weiß gar nicht, wie nennt man das hier? Dieses Service vor irgendwas. Immer dieses gleiche Schema von wegen, so, ne? Man muss dann das Böche kaufen und sowas. So, wir gucken uns das jetzt nochmal kurz an. Während hier alles zerballert wird. Von unseren Geschützen. Das bleibt relativ lange bestehen, ne? Also so richtig präzise sind die nicht. Das trifft irgendwie gar nicht, ne? Ja, wobei doch, da regnen massenhaft Teile runter. Oh ja. Ich guck mal, was hier so rumliegt. Die Framerate geht ganz schön runter gerade. Wahnsinn. Ja, wo auch immer es jetzt hin abgestürzt ist. Ich hoffe, wir können irgendeinen Teil daraus klauben. Okay. Na komm, fliegen wir einmal zurück. Bringen das ein bisschen zurück. Ja. Hier haben wir doch schon wieder so ein kleines bisschen geschafft. So frustrierend, ne? Dieses peu à peu. Rausfressen von dem ganzen Kram. Aber wir können das eigentlich schon mal nutzen. Also man könnte es nutzen als Garage dafür, ne? Habe ich ja letztes Mal schon gemeint, aber macht halt wenig Sinn. Ja. Ja, das mit den Frachtcontainern. Wir haben ja schon Frachtcontainer hier unten drunter. Ne? Die haben wir ja schon. Wir müssen mal gucken. Das war da. Hier, Station Cargo, da haben wir es. Da ist ja alles. Mir die Produktion wieder anleiern. Genau. Achso, produziert noch fleißig. Ist schon ganz gut, weil dann haben wir vielleicht den ausreichenden Stückzahl wird das garantiert nicht vorhanden sein, aber dann haben wir zumindest ein paar mehr von denen da, von den Stahlplatten, die wir benötigen. Bis da unten hat er geschweißt. Echt ganz schön weit die Reichweite, ne? Wahnsinn. Na, vielleicht sollte man bei dem Bohrer. Das, ja, egal, wir bauen eh ein kleines Schiff, mit dem wir das dann machen. Und dann laden wir die mit Stahlplatten, fliegen das hier ab und dann, was weiß ich, mache so vier von den bilden Repair-Systemen dran, dann funktioniert das schon. Naja, gut, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal wieder. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.